Ja, angenehm, muss ich sagen. Ne? Angenehme Wochen. Wir haben viele neue dazu bekommen, was denke ich aufgrund der Tabellensituation in der letzten Saison auch normal war. Wir wollten das nicht unbedingt in dem Sinne, aber wenn man weiß, dass der Verein Ziele hat, dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir auch dementsprechend reagiert. Das haben wir getan. Ja, ansonsten sind wir ein bisschen Berg und Tal gefahren, drei, vier Neuzugänge später gekommen. Ergebnisse waren gut, wir waren eine Halbzeit dabei, war nicht so gut. Insgesamt bin ich aber im Großen und Ganzen zufrieden, wie sie gearbeitet haben. Aber ja, haben natürlich noch viel Arbeit vor uns. Ja, prinzipiell, sagen wir, wenn man jetzt so lange dabei ist wie ich, ist mir das egal. Ja. Letztes Jahr haben wir auch gesagt, oh, Stadt Allendorf, okay, das gewinnen wir, dann haben wir drei Punkte, dann haben wir Waldhof und Saarbrücken, dann müssen wir mal gucken. Und was war es? Endverlied spielst du 0-0 gegen Stadt Allendorf. Also im Prinzip ist mir das egal, du musst jeden zweimal spielen und die Grundeinstellung habe ich auch. Und deswegen glaube ich, wenn man nach Waldorf fährt oder zum Aufsteiger fährt, ist es genauso schwer, im ersten Spiel jetzt nach Offenbach zu fahren. Und von daher bin ich da eigentlich, ja, ist mir wurscht. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ja, sie hatten ja personell, sagen wir mal, wenig Fluktuation im Gegensatz zu uns, haben aber neuen Trainer bekommen, haben dementsprechend auch ein bisschen was geändert, zumindest war es am Samstag so zu sehen. Wir haben sie ja auch noch 2 Wochen vorher gesehen, der Ole Bog war in Fulda. Ja, personell sind sie nach wie vor in der ersten Elf sehr, sehr gut besetzt. Sie bekennen sich auch dazu, große Ziele zu haben. Von daher weiß man auch, dass der Kader und der Verein das Ziel Platz 1 ausgegeben hat. Und dementsprechend weiß man auch, was uns da erwartet. Und von daher denke ich schon, dass wir gut vorbereitet sind am Freitagabend. Aber so ein Eröffnungsspiel hat vielleicht immer ein bisschen was anderes als wie vielleicht ein normaler Spieltag. Ja, Benno Mohr ist ja bekannt. Frank Lehmann ist auch bekannt. Leider jetzt auch noch Marco Kofler, der sich einen kleinen Faserriss zugezogen hat und jetzt mal 10 Tage Pause macht. Und ansonsten stehen alle zur Verfügung. Ist eine angenehme Situation nach fast 6 Wochen Vorbereitung, dass kein Spieler ernsthaft verletzt ist, weil Lehmann und Benno Mohr sind Allzeitverletzte. Die darf man nicht dazu rechnen. Das wussten wir auch, dass die nicht dabei sind und von daher. Ja, bin ich eigentlich recht zufrieden. Klar muss ich wieder zwei, drei Spieler wehtun. Ja, es ist immer Kacke mit dieser U-Regelung und wenn der Kader dann einfach vielleicht mit ein, zwei Leuten zu groß ist. Auf der anderen Seite haben wir das Thema schon oft genug gehabt. Mit einem kleinen Kader kannst du keine Ziele erreichen und deswegen müssen einfach zwei, drei dran glauben. Ja.